weiß ja nun, dass hier sehr, sehr viele, ich sehe es auch an den Gesichtern, zumindest kenne ich sehr viele Leute nicht. Ich bin häufig bei Veranstaltungen, wo ich immer viele kenne. Deshalb möchte ich noch vielleicht damit beginnen, dass ich ein bisschen was zu meiner Person erzähle. Und diese Lobeshymnen, die Tom Aslan da angestimmt hat, das war eigentlich war es ja eine Liebeserklärung. Aber das ist ja nur nicht etwas, was ich ja, in meiner Zurückhaltung so gerne habe. Trotzdem möchte ich Ihnen was zu meiner Person erzählen. Ich bin also in zwei Funktionen zu dieser ganzen Geldreform, Idee und Bewegung, wenn man sie so nennen will, gestoßen. In zwei Funktionen, die ich heute bekleide. Die eine Funktion ist die Leitung des Tagungshauses Silvio Gesell Tagungsstätte in Wuppertal. Genau genommen seit 2004 verbunden mit der Tagungsstätte bin ich aber schon viel länger. Ich bin seit 1997 in dem Vorstand des gemeinnützigen Vereines, in dessen Eigentum sich diese Tagungsstätte samt einem ungefähr 1,5 Hektar großen Waldgrundstück, es ist in der Hauptsache Wald, befindet. Der Grund, warum ich dort gelandet bin, hängt mit meiner beruflichen Herkunft zusammen, zum einen, und dann mit der Entdeckung meines Hobbys Anfang der 90er Jahre, nämlich diese ganzen geldreformerischen Ideen. Ich bin von Haus aus im Bereich der Hotellerie und Gastronomie als Selbstständiger groß geworden. Ich habe mich mit 22 Jahren selbstständig gemacht und bin das bis zum heutigen Tage. Und bin dann 1996, 97 das erste Mal in der Tagungsstätte gelandet und habe dort die Menschen, die sich um die Pflege dieses Anwesens gekümmert haben, in dem Verein kennengelernt. Und es war auch da so eine Art Liebe auf den ersten Blick. Und es führte letztlich dazu, dass ich meinen kompletten Lebensmittelpunkt von Baden-Württemberg, vielleicht hört man so ein klein wenig raus, ich schaffe es einfach nicht, das zu überdecken, nach Wuppertal verlegt. Und seit 2004 betreiben wir dort diese Tagungsstätte in einer Form, dass ich sage, wir sind vielleicht mit dieser Tagungsstätte die Einrichtung, die im Hinblick auf unsere Ideen, für die wir hier auch diesen Kongress veranstalten, die relativ größte Strahlkraft haben. Weil zu uns kommen zwischen 3.000 und 3.500 Gäste pro Jahr ins Haus, die zu über 80% oder 85% oder 90% nichts mit unserem Thema zu tun haben, die aber in dem Haus natürlich damit konfrontiert werden. Weil da liegen natürlich alle Schriften aus, da gibt es viele Bilder aus vergangenen Zeiten. Also die Geschichte des Hauses lebt in Form von Materialien und natürlich auch in Form von mir und meiner Familie, die das Haus betreibt, weil wir eben das nicht nur als reinen Wirtschaftsbetrieb sehen, sondern eben jedem, der danach fragt, und es sind sehr, sehr viele, die danach fragen, immer erklären, welche Zusammenhänge dahinter stehen. Und das entwickelt eine nicht zu unterschätzende Strahlkraft. Und hinzu kommt, dass meine zweite Funktion, die ich mit großer Freude und großer Begeisterung und eigentlich mit ganzer Hingabe ausfülle, nämlich die Redaktion der Zeitschrift Humane Wirtschaft seit 2006 begleiten darf. Und diese Dinge ist für mich in meinem beruflichen Werdegang eigentlich das geworden, was ich jeder nur wünschen kann, nämlich das Gefühl, angekommen zu sein und eigentlich nur die Aufgaben zu erfüllen, die Spaß machen und natürlich auf anderer Seite auch dafür sorgen, dass man das wirtschaftliche Auskommen hat. In dieser Zeit, die man, und das wollte ich Ihnen mit dem Anfang eigentlich auch irgendwo rüberbringen, durchaus schon als zumindest als den Beginn einer doch recht finsteren Zeit und bedrückenden Zeit bezeichnen kann. Jetzt bin ich einer, der immer... Also ich plane solche Vorträge nicht allzu gern lange im Voraus. Und Sie sind wegen meines Titels heute hier, oder haben den zumindest in der Programmankündigung gesehen. Ich habe den da auch nochmal hingeschrieben. Da werden einige Dinge wieder auftauchen, die haben Sie von anderen schon gehört. Ich versuche da deshalb die Akzente mal etwas anders zu setzen. Ich hoffe, das wird mir gelingen. Und ich steige da einfach mal ein. Der wirtschaftspolitische Lackmustest habe ich deshalb genannt. Im Hinblick auf die wirtschaftspolitischen Entscheidungen, die wir heute alle, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind. Also wir sehen von unseren Politikern Tag für Tag oder hören von Entscheidungen, wo wir uns die Frage stellen, wohin geht das denn eigentlich alles? Welche sind da die Ziele, wo sind da die Zusammenhänge? Und ähnlich wie das in diesem Bild
zum Ausdruck kommen soll. Es sind viele Wegweiser, jeder sagt, meiner ist der richtige, der zeigt in die richtige Richtung. Aber tun Sie das. Was bei uns ankommt und was bei uns übrig bleibt, ist ein Gefühl der Verwirrung. Das gilt auch für diejenigen, die hier mit der ganzen Geldthematik sich sehr gut auskennen, weil man ja auch immer versucht zu verstehen, warum gibt es denn diese Leute, diese Politiker, die Entscheidungen in so eine Richtung treffen und was hat das für Wirkungen auf mich selbst? Was bedeutet das für mein Leben, für meine Familie, für meine Zukunft, für die Zukunft all dessen, was mir am Herzen liegt, bis hin zu ökologischen Fragen? Sodass diese Verwirrung, die ganz klar jetzt von der Politik als Signal zu den Menschen gesendet wird, etwas ist, das zu immer größeren Misstrauen, natürlich gegenüber der Politik, aber dieses Misstrauen, das davon ausgeht, dass es hier scheinbar eine Einrichtung, die demokratische Einrichtung der Politiker gibt, die nicht in der Lage zu sein scheinen, obwohl wir sie dafür halten, die Kompetenz zu haben, in so einer Zeit die wirklich richtungsweisend richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das Chaos scheint immer größer zu werden und bis hin, das ist ja auch viel thematisiert worden in den Vorträgen, das kann ich nur unterstreichen, wir stehen durchaus vor der Gefahr, dass wir damit rechnen müssen, dass wir mit sehr leidvollen, chaotischen Verhältnissen konfrontiert werden, bis hin zu Kriegen. Ich will im Grunde daran nicht glauben, ich will immer noch glauben, dass wir vorher eine Wende herbeiführen können, aber wir sehen in Ansätzen, wenn wir die Verhältnisse in Griechenland verfolgen und überall anders, wohin es gehen kann. Also die griechischen Menschen in Athen, das sind keine andere als wir. Und wenn dort ein Gewaltbereitschaftspotenzial entsteht in relativ schneller Zeit aufgrund politischer Entscheidungen, dann brauchen wir uns eigentlich nicht vorstellen, dass das bei uns anders sein könnte. Auch wir würden in ähnlichen Situationen relativ schnell Verhältnisse bei uns erleben, die will niemand erleben. Ich auch nicht. Und wäre ich nicht ein durchweg positiver Mensch, würde ich ganz bestimmt nicht innerhalb dieser Geldreform-Idee versuchen, eine Sache zum Erfolg zu bringen, die außer ein paar wenigen im Grunde genommen kaum jemand kennt und wenn er sie kennenlernt, häufig als sehr schräg oder daneben oder nicht durchsetzbar oder was auch immer darstellen. Aber für mich steht der Entschluss fest, dass nach über 20 Jahren mit intensivster Beschäftigung, auch mit den ganzen theoretischen Grundlagen, dass das, was wir uns vorstellen als Veränderungen in der Wirtschaft und in der ganzen Politik, im Grunde in Zeiträumen, die wir uns jetzt nicht vorstellen können, zur Selbstverständlichkeit wird. Wir sind Teil einer Entwicklung, die darauf hinläuft, das, was wir uns heute wünschen. Dessen bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich bin mir nur nicht sicher, welche Zeiträume das noch braucht, um an diese Stelle zu kommen. Weil eins ist klar, Sie werden das in den ganzen anderen Vorträgen immer wieder gespürt haben, die Logik, die hinter vielem steht, zeigt eigentlich den Weg auf. Wir können es uns als Gesellschaft nicht länger erlauben, diese Pendelschläge der Wirtschaftskrisen mit all dem Leid, das sie immer wieder mitbringen, auf lange Sicht aufrechtzuerhalten. Und wir sind als Gemeinschaft, das heißt alle Menschen auf der Erde, in einem Prozess, der diesen Paradigmenwechsel einleitet. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange das noch dauern kann. Ich werde meinen Teil trotzdem jeden Tag dazu beitragen, auch wenn es dann in naher Zukunft, was ja auch schon geäußert wurde in anderen Vorträgen, tatsächlich zu leidvollen Zusammenbrüchen kommt. Was danach kommt, kann sowieso niemand vorhersagen. Aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft und als Menschen auf einem Weg sind, der richtig ist und der am Ende diesen unseren Vorstellungen in weiten Zügen Recht geben wird. Ob das im Detail der Fall ist, ob es tatsächlich eine umlaufgesicherte Währung mal gibt oder ob ganz andere Strukturen entstehen. Aber am Ende wird ein Paradigmenwechsel stattgefunden haben, wonach es selbstverständlich ist, dass wir solche, ich sag mal, Exzesse, wie das eben im Kapitalbereich möglich ist, dass Monopoly-haft, wie in einem Spiel, ganz wenige sich auf Kosten anderer bereichern können, ohne selber dafür die entsprechende Gegenleistung zu bringen. Diese Phase wird die Menschheit überwinden. Dieses positive Signal kann ich Ihnen auf jeden Fall geben. Inwieweit und wann und ob wir das alle erleben, selbst ich oder selbst die jungen Leute, das mag ich nicht prognostizieren, aber je stärker wir uns dafür einsetzen, und je mehr Energie wir nach außen bringen in dieser Frage, und dazu sind solche Veranstaltungen natürlich bestens geeignet,
umso größer und umso wahrscheinlicher wird der Erfolg, den vielleicht auch wir dazu beigetragen haben. Jetzt will ich aber doch zu dem relativ nüchternen Thematik kommen. Lackmus ist ein Farbstoff, mit dem man über einfache optische Veränderungen feststellen kann, wie säurehaltig etwas ist. Sie kennen das vielleicht vom Urintest, aber das geht auch mit vielen anderen Sachen. Sie können den Säuregrad feststellen. Es ist also nicht ein Test, den man bestehen kann oder nicht bestehen kann, sondern es ist ein Test, anhand dessen Sie herausfinden können, was genau für eine Wirkung kann es haben. Und das möchte ich jetzt eben mal übertragen. Und dazu brauchen wir einen Indikator. Und ich will dieses Indikatorpapier auf eine Weise herstellen, das haben Sie schon vielfach gehört, deshalb mache ich das auch relativ kurz. Es geht dabei um die immer wieder und eine der wichtigsten Vorgänge in diesem fehlerhaften Wirtschaftssystem, und das ist die Darstellung dieser Exponentialfunktion. Sie gehört einfach immer wieder heruntergebetet, und zwar so lange, bis die Vorstellungskraft jedes einzelnen Menschen in dem Zusammenhang immer besser wird. Wir haben also die Situation, und jetzt gehe ich einfach mal, es ist völlig egal, wie viele Nullen wir da hinten dranhängen, jetzt gehe ich einfach davon aus, wir haben ein Startkapital von 1.000, einer Million, 10.000, nehmen Sie die Nullen hinter der 1, in welcher Anzahl auch immer. Wir tragen dieses Geld zur Bank, wir haben das übrig, wir haben es erarbeitet, wir haben es vererbt bekommen, wir haben es geschenkt bekommen, was auch immer, wir tragen es zur Bank und können auf lange Sicht mit einem Zins zumindest zurücklegen bis zum heutigen Tage von durchschnittlich 5% bei eher weniger risikohaften Anlagen rechnen. Und wenn man diese Rechnung aufmacht und was in der Exponentialfunktion ja das Wichtigste ist, in welchen Zeiten verdoppelt sich Kapital, wenn Zinsen einfach immer stehen gelassen werden. Vielleicht da noch die entsprechende Formel dazu. Da gibt es Mathematiker, ich kann die jetzt gar nicht herleiten, ich könnte sie Ihnen nicht sagen. Aber um den Verdoppelungszeitraum herauszufinden, müssen Sie 70 durch den Zinssatz teilen, und dann haben Sie das etwa, wenn man 5% Zinsen ausgehen, heißt das, wir haben einen Verdoppelungszeitraum von 14 Jahren. Bei 1.000, 10.000, 1 Million oder was auch immer bedeutet das, dass wir nach 14 Jahren aus 1.000 oder was auch immer 2 gemacht haben. Wir haben es nach 14 Jahren verdoppelt. Nach weiteren 14 Jahren haben wir die weitere verdoppelt. Sie kennen das. Ich will das jetzt gar nicht weiter. Es führt dazu, dass wir nach 56 Jahren bei einer Versechzehnfachung angekommen sind. Und 56 Jahre ist ja durchaus etwas, was auch ein einzelner Mensch, also ich kann mich daran entsinnen, als ich mich selbstständig gemacht habe, waren nach dem Eintrag im Handelsregister als erstes die Versicherungsvertreter auf der Matte. Ha, eigenes Geschäft. Sie brauchen eine Absicherung für Ihr Alter. Das ist mit 22, wer denkt da ans Alter? Ja. Aber da war das wichtigste Verkaufsargument, egal ob es ein Versicherungsvertreter oder wenn ich in der Bank war, war diese Zeichnung der Exponentialfunktion. Jeder ist damit zu mir gekommen. Schauen Sie mal her. Wenn Sie das können Sie natürlich auch mit monatlich, wenn Sie monatlich bestimmte Beträge hinterlegen und die über Zins und Zinseszins wachsen lassen, hat es zwar irgendwie eine andere Kurve, aber wenn Sie einmal Beträge, es ist im Grunde immer das Gleiche, und das war das wichtigste Verkaufsargument. Und wenn wir uns, wovon ich ausgehe, in diesem Raum einig sind, dass das so möglich ist, dass ich zur Bank gehen kann und sagen kann, ich möchte bitte in 14 Jahren für eine Verdoppelung meiner Geldanlage, und das bei einer durchschnittlichen Verzinsung von 5%. Wenn wir uns darin einig sind, dann haben wir schon mal einen wichtigen Schritt zu dem, was jetzt im Weiteren kommt, weil dieses Lackmuspapier hat natürlich zwei Bereiche, und den unteren Bereich, auch das kennen Sie, das ist ja ganz klar, wenn ich zur Bank gehe und verdopple innerhalb von 14 Jahren mein Kapital, das mir zusteht, wo ich jeden Tag zur Bank gehen kann und sagen, ich kündige das jetzt, bitte zahlt mir das aus, dass die Bank natürlich gezwungen ist, mir diese Verdoppelung meines Kapitals auf anderem Wege für sich wieder zu beschaffen, weil sonst wäre es ja keine Bank. Das ist ja deren wichtigste Funktion, dass sie dafür zu sorgen haben, dass sie mir meine Zinsen ausbezahlen können. Wie können sie das? Wir kennen das System. Das können sie, indem sie Kredite vergeben. Und die Kreditvergabe und beziehungsweise die Gesamtkredite, wir werden es nachher noch sehen, ich setze da natürlich auch am liebsten die Grafiken von Helmut Kreuz ein, sodass wir
zu der Situation kommen, dass wir diese steigenden Geldvermögen immer auch bezahlen mit der steigenden Verschuldung. Und wir haben aber da eine ganz interessante Sache, und das ist ein Akzent, den ich da mal versuche zu setzen. Wir haben es hier mit der Mathematik zu tun. Das funktioniert nach einem mathematischen Prinzip. Hier unten kommen wir in den Bereich der Physik. Warum? Weil die Erwirtschaftung der Zinsen, die nötig sind, um diese Bedienung im mathematischen Bereich zu erfüllen, funktioniert nur über Leistung. Leistung ist Kraft mal Weg mal Zeit, ich weiß gar nicht. Also wir müssen dafür physische Leistungskraft aufbringen. Und nun wissen wir aus allen Beispielen in der Natur, dass im Gegensatz zu einer Exponentialfunktion, die weil Papier geduldig ist, bis ins Unendliche fortführen kann, ich hinsichtlich meiner Leistungskraft von einzelnen Menschen, von der Natur, von der Ökologie, von all diesen Zusammenhängen immer an Grenzen stoßen werde. Das heißt, im Grunde genommen ist es völlig unverständlich, warum es Menschen wie uns braucht, denen die versuchen, Politiker diesen im Grunde einfachsten Zusammenhang darzustellen und zu sagen, hör zu, wir können unmöglich auf Dauer so etwas bewerkstelligen, weil wir werden irgendwann an den Punkt kommen, und wir sind in dieser finsteren Zeit, an der Schulden nicht mehr bezahlbar werden. Warum nicht? Weil die Leistungen dazu einfach nicht mehr erbringbar sind. Wir haben ein Tempo erreicht in dieser Exponentialfunktion. Wir haben es heute ja schon mehrfach gesehen. Sie wissen, dass das langsam losgeht. Das sind dann kaum merkliche Steigerungen drin, die über die Leistung immer aufgefangen werden können. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir enorme Steigerungen gehabt haben und die Leistungskraft das nicht mehr hergibt. Was ist die Folge? Die logische Folge ist natürlich, dass die Zahlungsunfähigkeit von Schuldnern dazu führt, dass das System zu wackeln anfängt. Und wir haben begonnen mit Banken. Ich meine, es gibt ja immer schon im Privatbereich Insolvenzen. Plötzlich ist 2008 über uns hereingebrochen, und plötzlich standen wir vor der Situation, die nie, hätten Sie 2007 zu einem gesagt, der weltgrößte Versicherungskonzern kann pleite gehen. Also Sie wären wahrscheinlich so mit so einer Jacke irgendwo hingebracht worden. 2008 war es plötzlich normal. Einer der weltgrößten Bankeninstitute war pleite, zahlungsunfähig. Lassen wir mal die Hintergründe weg, aber hinter der pleite gegangenen Bank mögen irgendwelche dunkle Machenschaften gestanden haben, aber es haben unglaublich viele auch pleite gegangene Schuldner, die Schuldenlast, die da aufgelaufen ist in der Bank, auch nicht tragen konnten. Das heißt also, man geht kaputt an der Last der Schulden, die einfach nicht über Leistung zurückzuführen ist. Das ist mir ganz wichtig, dass wir hier unterscheiden zwischen einem nachvollziehbaren mathematischen Prozess und einem, der ganz stark von Leistungsfähigkeit und Physik und physikalischer Kraft abhängig ist. Ich glaube, diese Unterscheidung zu treffen ist wichtig, auch in vielen anderen Fragen. Ich bin bei mehreren Vorträgen jetzt auch über die Frage der Geldschöpfung immer wieder mit neuem nach. Ich denke da seit vielen Jahren drüber nach. Ich werde danach vielleicht mal versuchen, den Akzent etwas anders zu setzen. Es ist ganz klar, dass der Buchungsvorgang, der im Lehrbuch steht, den Sie vorhin noch mal schön dargestellt haben, da gibt es nichts dran zu betteln. Das ist so. Wenn heute ein Kredit aufgenommen wird, dann wird er so gebucht. Aber nicht erst seit heute. Seit 600 Jahren ist die doppelte Buchhaltung festgeschrieben. Seit 600 Jahren werden Kredite so verbucht. Nicht erst seit heute. Nicht erst seit Beginn dieser Krise und nicht bei den vorigen Krisen, sondern immer schon. Immer schon ist der Buchungsvorgang in der Buchhaltung. Ich bin übrigens bilanzsicher. Das habe ich als Unternehmer als erstes gemacht, da war ich das nämlich nicht. Dass ich tatsächlich in einem Fernstudium Betriebswirtschaft studiert habe, um eine Bilanz lesen zu können. Weil in meinem ersten Gespräch mit meinem Steuerberater nach dem ersten Jahr, das erfolgreich war, ich wusste, da steht unterm Strich eine Riesenzahl Gewinn, aber der hat mir dann irgendwas erzählt von Bilanzpositionen, habe ich gesagt, so geht es nicht, als Selbstständiger musst du dich da auskennen. Heute bin ich bilanzsicher, ich kann sogar Bilanzpolitik betreiben. Das will ich nur unterstreichen, weil mir dieser Vorgang natürlich, was die Geldschöpfungsfrage angeht, auch immer wichtig war zu durchleuchten, weil da durchaus auch festzustellen ist, dass da so konträre Meinungen aufeinandertreffen, dass man das Gefühl manchmal hat, dass Leute, die vermeintlich am gleichen Strang ziehen, sich in einer Frage überwerfen, die es im Grunde nicht wert ist. Weil, halten wir fest, dieser Buchhaltungsschritt, der findet so statt. Welche Frage ich mir stelle und wo ich bisher nicht zu der Antwort komme, die das so hochhängen, ist die, kann man das einen Schöpfungsvorgang nennen?
Darf ich diesen Schritt der Kreditgewährung und das, was daraus entsteht, als Schöpfung bezeichnen? Ich kann Ihnen sagen, warum ich dem widersprechen würde. Aus einem Grund. Wann ziehen Sie Bilanz? Ende des Jahres. Wenn Sie jetzt hier sitzen und fangen jetzt eine Eröffnungsbilanz an, was steht da drin? 0,0. So ist es. Was ist die Voraussetzung, dass irgendwas gebucht wird? Das ist eine wirtschaftliche Tätigkeit, mindestens ein Willensbildungsprozess, mindestens zwei Geschäftspartner, die sagen, wenn ich jetzt sage, ihr stilles Sitzen ist mir 100 Euro wert, machen wir jetzt einen Vertrag, dann können Sie in Ihre Bilanz reinschreiben, der schuldet mir 100 Euro, weil er hat mir das zugesagt für stilles Sitzen. Haben wir da was? Kann man das als Schöpfungsakt bezeichnen? Und wenn, jetzt spinnen wir die Sache weiter, wir haben diese Vereinbarung getroffen für Ihr stilles Sitzen. Sie sagen zu mir, spätestens in zwei Wochen möchte ich das Geld von dir haben. Und ich sage, okay, schau mal, ob ich es reinkriege, ob ich jetzt dabei Leute verköstige. Aber ich schaffe es dann nicht. Nach zwei Wochen muss ich sagen, ich habe jetzt das Geld nicht, aber ich kenne eine Bank, die verleihen was. Jetzt gehe ich mit meiner Schuld, die ich bei ihr eingegangen habe, für diesen Vorgang, zur Bank. Und was passiert dann? Gehen Sie mal von aus, ich bin vielleicht für 100 Euro kreditwürdig. Und dann wird mir die Bank unter ihren Bedingungen diese 100 Euro leihen. Ich bezahle sie. Also aus meiner Sicht übertragen wir unser Schuldverhältnis in die Bank hinein. Wenn man von Schöpfung spricht, in dem Zusammenhang, und das würde ich auch durchaus, ich mag das Wort Geldschöpfung in dem Zusammenhang nicht, aber wenn etwas geschöpft wird, dann ist die Quelle da zu suchen und nicht in der Bank. Und diese Übertragung der Geldschöpfungssituation in die Bank hinein, die macht mir großen Kummer und die kann ich so nicht stehen lassen. Vor allem nicht, weil aus der Folge da Dinge draus werden, was die Lösung angeht, die einfach ja, sehr fragwürdig sind. Wer möchte, wir haben eine Diskussionszeit. Ich bin einer, der übrigens überhaupt nicht mit der Zeit klarkommt. Ich weiß gar nicht, ob ich hier durchkomme, aber das war mir einfach so wichtig. Weil diese Frage taucht auf, die steht im Raum und ich bin der Letzte, der da irgendwie gegensätzliche Positionen aufbauen will. Ich will versuchen, dass wir da gemeinsam erkennen, wo die Wahrheit liegt und wo wir Schwerpunkte setzen müssen. Kreditgeldschöpfung. Kredit. Ich habe nur 5 Jahre Latein gelernt, aber ich weiß, dass es von Credere kommt. Und ich weiß, dass Credere glauben. Und Vertrauen heißt, wenn Kreditgeldschöpfung heute verwendet wird in dem Zusammenhang dessen, dass man dann in der Lösung zu einem 100% Money und zum Vollgeld kommen will, dann ist es von denen, die das Wort aussprechen, für mich häufig ja, eine Art, ich sage es mal vulgär, eine Art Auskotzen. Kreditgeldschöpfung. Wir zwei. Wir haben eine Vereinbarung, eine freie Vereinbarung getroffen und haben damit eine Schuld begründet. Es geht im Wirtschaftsleben, es geht nicht in der Natur, es geht nicht zwischen keinem Menschen anders, dass sofort, wenn Sie eine Vereinbarung, die auch wie auch immer geartet ist, ein Schuldverhältnis entsteht. Immer ist einer da und wenn es nur um Sekunden dauert, wenn wir die 100 Euro ausmachen, ich nehme sie aus der Tasche und zahle sie, dann haben wir 3 Sekunden der Schuld gehabt. Zeit spielt da eine große Rolle. Das Vertrauen in ein System, das Vertrauen in eine Gemeinschaft, das Vertrauen in die Familie ist das Elementare, die elementare Voraussetzung für das Zusammenleben von Menschen. Das sehen Sie in Ihrer Familie und das sehen Sie dann in allen weiteren Kreisen, soweit Sie die erweitern können. Dass wir im Geschäftsleben heute mit Globalisierung, Internationalisierung, mit den unendlichen Möglichkeiten, die der Produkte, die auf den Markt kommen, anders anfangen müssen zu denken, es steht ja natürlich außer Zweifel. Wir haben also sozusagen Stufen der Nähe des Wirtschaftens im Laufe der Zeit und heute angekommen in unglaublich große Kreise gefahren, sodass es natürlich immer dazu kommt, dass man Geschäfte macht mit Menschen, die man nicht so gut kennt oder gar nicht kennt oder weil wir in China sitzen, der wo mein Hemd genäht hat. Und dass dafür natürlich andere Instrumente genommen werden müssen, ist klar. Aber
vom Grunde her, vom Prinzip her, Kredit zu verteufeln, wäre im Grunde genommen völlig wider die Natur. Weil nur so funktioniert die Natur. Die Natur spinnt ein Band zwischen allem, was lebt und allem, was tut, wirtschaftet, wenn die Menschen die wirtschaften, aber das können Sie auch bei den Pflanzen beobachten. Also es ist ein Geben und Nehmen, es ist ein unsichtbares Band, das alle verbindet. Und das optimal zu konzipieren, was die Wirtschaft angeht, das ist nun jetzt unsere Aufgabe geworden. Die Natur hat es komischerweise von sich aus im Griff. Da haben wir eher die Rolle, dass wir über unsere Art des Wirtschaftens da negativ eingreifen. Aber wenn Sie mal so gucken, oder nehmen Sie sich selbst, nehmen Sie Ihren eigenen Körper. Wir haben gestern Abend eine nette Diskussion gehabt. Die hat sich entwickelt. Der Felix Köln, ist der auch da? Der hat heute Morgen den Vortrag über bedingungsloses Grundeinkommen gehalten. Und wir hatten gestern so am Rande einer Vortragsvorbereitung das Gespräch. Da ging es darum, über Krankheiten und so weiter. Und dann hatte er eingeworfen, ob man eigentlich wisse, dass der menschliche Körper aus 10, ja, das dabei können das bestehen, Trilliarden Zellen besteht. Ich glaube, so hat er gesagt. Oder Billiarden oder Billionen. Also, ja, ich glaube, es war nicht Billionen, es war eine Stufe höher. 70 Zellen. Okay, er wusste, hatte eine Zahl, ich habe mir sie nicht gemerkt, aber die dann danach kommende Aussage, die stimmt dann hoffentlich, aber aus der zehnfachen Menge an Bakterien. Also wir haben so und so viele Zellen und zehnmal so viele Bakterien. Und das ergibt einen Organismus, der sich irgendwie ohne unser Zutun organisieren kann. Und wir haben dann gestern Abend in dem Gespräch mit meinem lieben Freund Bruno Jehle den Bogen so weit gespannt, weil er mir eine spannende Sache von sich selbst erzählt hat. Er hat sich, ich fange jetzt wirklich an zu labern, ich hoffe, ich langweile Sie nicht damit, aber ich komme da nachher auch noch zu meinen Dingen. Aber das sind einfach diese Eindrücke eines solchen Kongresses bestehen für mich hauptsächlich da in der Begegnung der Menschen und in dem Austausch. Und irgendwo ist das für mich, es ist für mich eine Gabe, das aufnehmen zu dürfen, was die Vortragenden hier von sich geben. Und ich bin eigentlich eher der das sofort verarbeiten will und irgendwie etwas weiter draus machen, diesen Faden weiterspinnen, als jetzt sozusagen ganz nüchtern bei irgendetwas Vorgefertigten zu bleiben, das vielleicht überhaupt nicht in den Raum passt. Insofern, weil es vieles redundant wäre und wiederholt werden wäre. Mein lieber Freund Bruno Jehle, aber zu dem muss ich noch mehr sagen, den habe ich mitgebracht aus der Schweiz. Das ist der Mensch, der zusammen mit seiner Frau Martina Hemmerli Ende der 80er Jahre, ist das richtig? den ersten europäischen Tauschkreis gegründet hat, der mit der Idee der Geld- und Bodenreform nach Silvio Gesell beseelt war. Es war ein wichtiger Bestandteil dieses Tauschkreises, es gab viele andere davor, aber es war der erste in Europa, der auch großen Erfolg hat, das sogenannte Talentexperiment, den hat Bruno Jehle mit seiner Frau Martina Hemmerli in der Schweiz gegründet und sehr erfolgreich eingeführt. Das läuft soweit auch bis heute. Er hat seine Arbeitsfelder im Laufe der Zeit immer wieder verlegt, aber ist für mich nach wie vor eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit bei der Beurteilung der Entwicklungen und vor allem bei den Möglichkeiten, die wir in die Zukunft hinein haben. Und er hat mir gestern erzählt, dass er sich eine Frage gestellt hat und zu dieser Frage musste er, weil er auch ein praktischer Mensch ist, musste er herausfinden, ob das so ist. Und seine Frage, die er sich gestellt hat, war: Wer denkt, wenn ich denke? Und er hat dazu ein Experimentierfeld sich geschaffen, wo er über mehrere Tage in die Sache eingestiegen ist. Und das schlage ich einfach, bevor ich das zu sehr vertiefe und Sie da voll quatsche, schlage ich den Bogen wieder zu den Bakterien. Und dann sind wir gestern in unserer Diskussion über diese Inhalte, was er da erlebt hat, wo er gesagt hat, also wer Angst hat vor unangenehmen Antworten, solle sich bitte nie diese Frage stellen. Das war so der Tenor, ich werde mir es gut überlegen, ob ich mir die Frage mal stelle und der mehrere Tage und Wochen, wie er es getan hat, nachgehe. Aber auf was wir dann gekommen sind, auf eine ganz interessante Sache, nämlich die Frage, könnte es sein, dass diese Trilliarden von Bakterien, das ist fast eine Verschwörungstheorie, uns menschliche Körper nur dazu benutzen, um sich fortzupflanzen in die Zukunft? Wir merken das überhaupt gar nicht. Die stecken in uns und machen eigentlich all die Dinge, um im nächsten Menschen wieder in der Trilliardenzahl vorhanden zu sein.
die mutieren, die passen sich an die Umweltbedingungen an und wir Deppen sind nur die, die die Körper rumtragen. Nur mal so Sachen, was mich so... So was passiert, wenn Sie mit vielen Menschen zusammenkommen, wie hier, dann kommen solche Dinge auf einen zu. Aber die haben durchaus, die haben durchaus auch eine Relevanz, wenn man sie alle bis zum Ende durchdenkt, besonders im Hinblick darauf, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, welche sind denn eigentlich die Kräfte, die gegen einen wirken. Und weniger damit beschäftigt, welche sind meine Ziele, welche Ziele will ich erreichen. Also mir, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist jede Macht, die mir entgegensteht, schnurzpiep egal. Ich habe ein Ziel, das Ziel gehe ich mit aller Kraft, mit aller Freude an. Natürlich steht da mal ein Bein im Weg, ich stolper da mal drüber. Oder mag auch jemand da sein, der mich vielleicht irgendwann mal mit Gewalt an dem hindern will, was ich will. Aber es wird für mich, der wird für mich nicht zum Feind, deshalb. Und das stelle ich immer wieder fest, dass vieles, was wir theoretisch so erarbeiten, immer sofort verbunden wird mit Machtfragen. Die spielen eine Rolle. Ich möchte es bei Gott nicht verharmlosen. Die spielen eine Rolle. Aber sie spielen nicht in eine Rolle, wenn man für das Gute einsteht. Wenn man sich für das Gute einstehend auf die Dinge, die einem in den Weg gestellt werden, konzentriert, dann verliert man die Orientierung. Da verliert man den Blick auf das, wofür man eigentlich da ist. Das ist für mich immer wieder die Lehre aus solchen Dingen, aber jetzt versuche ich doch hier durchzukommen mit meinem. Ich muss aber mal einen Blick auf die Uhr werfen. Zurück zu meinem Lackmustest, das ist mein Indikatorpapier. Und mir ging es jetzt hauptsächlich darum, bei der Vorbereitung für diese Geschichte herauszufinden, wenn das stimmt. Wenn wir also dieses Wachstum mathematisch haben und hier im Moment an unsere Grenzen stoßen. Wie sind dann all die politischen Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, die Sie vorhin in diesem Schilderbild gesehen haben, zu bewerten? Schaffen die das, diese Entwicklung, also am besten zu stoppen und in eine andere Richtung zu bringen? Nein. Also wir gehen es einfach mal der Reihe nach durch. Das Indikatorpapier, das ich Ihnen hier hingemalt habe, ist diese Grafik von Helmut Kreutz, die allermeisten von Ihnen kennen werden. Da spiegelt sich genau das auch wieder. Hier in Bezug auf das Bruttosozialprodukt von 100%, Sie sehen da die 100%-Linie mit den entsprechenden Entwicklungen und Sie sehen, dass der Kurvenverlauf genauso ist. Wir haben jetzt in dieser Krisensituation hier Abflachungen drin, aber die sind eben schon dem Umstand geschuldet, dass wir hier in dem physikalischen Bereich an der Grenze der Leistungsfähigkeit angekommen sind, die durchaus dann eben auch Auswirkungen auf die Entwicklung haben. Im Dschungelcamp der politischen Lösungen habe ich das genannt. Das geben. Ja, Dschungelcamp, weil das Anfang dieser Schilderwald, die Assoziation gehabt, dass dieser Schilderwald eben totale Verwirrung und wo sind wir denn eigentlich? Es sind viele Begriffe, die Sie wahrscheinlich hauptsächlich immer mit politischen Vorschlägen, die irgendwo aus dem linken Spektrum der Parteienlandschaft kommen, die begegnen Ihnen da so Tag für Tag. Also vor allem intern im Land stellen natürlich alle Parteien fest, was eine Folge auch dieser Entwicklung ist, dass wir neben diesen Entwicklungen von Verschuldung, die achten ja immer auf Verschulden, wir haben eine Schuldenkrise, wir haben keine Geld, wir haben eine Schuldenkrise, hier wird drauf geguckt. Und im Rahmen dieser Entwicklung haben die natürlich auch schon festgestellt, dass parallel dazu sich eine Spaltung der Gesellschaft in Arme ergibt, die immer zahlreicher werden und in ganz wenige Reiche, auf die sich alles zu konzentrieren scheint. Und langsam fangen die ersten Politiker an, daran zu zweifeln, dass das mit deren Fleiß zusammenhängt. Und es ist noch nicht öffentlich geäußert worden, dass das so ist, aber die Vermutung, dass solche Diskussionen um solche politischen Lösungen zunehmen, legt es nahe. Weil man redet wieder gerne öfters von zum Beispiel von einer Vermögensabgabe, die natürlich an die Obersten gerichtet ist. Wir müssen das wieder einführen, Sie kennen die Diskussion. Machen wir es relativ kurz, können wir, glaube ich, schnell beantworten. Eine Vermögensabgabe würde ja bedeuten, dass
den Menschen, die jetzt hier zu viel Geld gekommen sind, auf dieser Seite, immer mal wieder was weggenommen wird. Also welche Größenordnungen da auch immer eine Rolle spielen. Aber wir können doch mit Sicherheit sagen, dass das an der gesamten Entwicklung nichts verändert. Also Sie haben natürlich eine gewisse Masse, die da den einen weggenommen wird, die im Übrigen automatisch entsteht, und das Wegnehmen ist ein Kampf. Ist doch klar. Weil ich meine, die Reichen, die werden sich schon zu wehren wissen, bis hin zu der Tatsache, dass man das ja selbst vor höchsten deutschen Gerichten dann wieder verwerfen kann, wenn solche Beschlüsse gefasst werden. Also bestenfalls kann man der Vermögensabgabe zugestehen, dass sie in der Lage ist, dämpfend auf politische Entwicklungen oder Reichtums- und Armutsentwicklungen einzuwirken. Vielleicht muss ich betonen, bei all den anderen Schritten, es hört sich dann immer so an, ach, das ist alles Quatsch, was die da machen. Diese Vorschläge machen durchaus Sinn. Die machen Sinn, wenn man solche Entwicklungen feststellt in einer Gesellschaft. Aber um herauszufinden, ob sie jetzt Sinn machen, ob sie in der jetzigen Situation eine solche Entwicklung stoppen und in ihre andere Richtung umkehren können, das ist die Beurteilung, den Maßstab, den ich hier anlege. Ich komme da bestimmt nachher, wenn ich die Zeit überhaupt noch habe. Erhöhung des Spitzensteuersatzes, ich glaube, da können wir jetzt wirklich schnell durchgehen. Das sind alles Punkte, die Sie jeden Tag irgendwo hören. Der ist gesenkt worden von mal 54%, jetzt sind wir, glaube ich, bei 38% oder was auch immer. Da regen sich natürlich vor allem dann wieder die linken Lager auf. Wie kann das sein? Der einfache Arbeiter, der ist derjenige, der blutet, und die immer mehr haben, die werden dann auch noch geringer besteuert. Ist in der Argumentation vollkommen richtig. Indikation, klappt nicht, kriegen wir da nicht verändert, diese Situation. Erbschaftssteuer ist auch so ein Punkt. Da muss bei Erbschaft und Vermögen, eigentlich hätte ich da vielleicht ein bisschen genauer darauf achten müssen, haben wir es mit Substanzsteuern zu tun, die immer auf einen bestehenden Bestand fällig werden, zu Terminen, die man eben von Seiten der Politik festlegt. Aber es ist immer sozusagen ein Nachhinein-Zugreifen auf etwas, was auf eine Art und Weise entstanden ist, das im Kern, von der Wurzel her, gelöst werden müsste, sondern es ist eine Entwicklung, es ist eine Symptombekämpfung. Es ist eine Entwicklung, die entstanden ist und der ich jetzt gegensteuern will, indem ich solche Maßnahmen ergreife. Mindestlohn geht natürlich in die gleiche Richtung, ist den Menschen geschuldet, die mittlerweile, heute Morgen hat es der Felix Köhn in Köln in dem Beitrag zum Grundeinkommen sehr schön in Zahlen erläutert, wie, dass wir bereits unglaublich, ich weiß nicht, über 10 Millionen Menschen haben, die entweder Hartz-IV-Empfänger sind oder von Löhnen leben müssen, die nicht mehr dazu ausreichen, um ein ganz normales Leben zu führen. Die Diskussion, die dann entsponnen werden, ist auch wieder von der linken Seite, die einen Mindestlohn einzuführen. Das mag im Sinne dieser Leute in dem einen oder anderen Fall, wenn jetzt einer 3 Euro kriegt bisher und tatsächlich dann über den Mindestlohn auf 10 Euro kommt, ist das für ihn eine Hilfe, die wird er auch befürworten. Aber leider ist es etwas, was nur, wenn überhaupt, dann nur vorübergehend zu einer Entspannung dieser Situation führt. Weil wir sind an dem Punkt angekommen, wo es zu kippen droht. Gewinnbeteiligung für Arbeitnehmer, ich denke, da kann man schnell drüber weggehen. Einsparung bei Subventionen, da sind wir jetzt so bei einem FDP-Thema. Sie sollte ja auch mal zu Wort kommen, nicht, dass nur lauter linke Gruppen sind. Ich meine, die haben ja nun überhaupt keinen Plan. Das sind ja nur die Alten. Ja, aber das sind ja nur die allerletzten, die in der Lage wären oder die überhaupt nur daran denken würden, an so etwas zu rütteln. Das ist gegeben und das ist alternativlos. Und Einsparung von Subventionen ist eigentlich immer nur eine populistische Politik. Damit will man Wählerstimmen ergattern. Das gelingt zum Glück immer weniger. Kapitalmarktregulierungen ist jetzt ein spannendes Thema, das mittlerweile parteiübergreifend in allen Parteien immer mehr Gehör findet. Das fing natürlich auch aus den linken Ecken an. Attac hat da viel Vorarbeit geleistet, gute Vorarbeit geleistet, indem sie die Tobin-Tax sozusagen als ein Programm einer NGO ganz vorne hingestellt haben. Und man muss ganz klar sagen, sie sind mit dieser Platzierung der Tobin-Tax in der internationalen Politik ins Gespräch gekommen. Das ist jetzt, wird wirklich intensiv besprochen und an der einen oder anderen Stelle wird die Umsetzung praktisch bevorstehen. Eigentlich ein toller Erfolg für Attac, den man ihr nur gönnen kann. Und es ist ganz bestimmt auch eine Maßnahme, die
die gebraucht wird. Ich meine, da kann man jetzt als Unternehmer kann man sich fragen, also ich muss Umsatzsteuer abführen auf alles, beziehungsweise die Konsumenten zahlen die Umsatzsteuer ja im Grunde genommen, also die Mehrwertsteuer muss bezahlt werden auf alles, egal was es ist. Da gibt es zwar Unterscheidungen zwischen 7% und 19% in Deutschland, aber da fragt man sich, wieso eigentlich auf dem Kapitalmarkt nichts dergleichen stattfinden soll. Wenn Sie dann sehen, dass da die Rede von 0,1%, glaube ich, ist, und wir aber ohne mit der Wimper zu zucken eben 7% zumindest für die Lebensmittel bezahlen müssen, dann sieht man da, dass das durchaus seine Berechtigung hat, aber wieder auf unseren Indikatorpapier bezogen, keine Lösung, die uns weiterbringt, die diese Situation, vor allem die untere, die Verschuldungssituation löst. Schuldenbremse, das ist ja nur. Der Staat, der hier irgendwo, auch bei der Grafik von Helmut Kreuz ersichtlich einen Teil der für Gesamtverschuldung ausmacht, der steckt also hier drin und der sagt jetzt so, Freunde, ich mache keine Schulden mehr. Ja, gut. Da fragt man sich wirklich, also warum gucken die nie dahin? Und also ich meine, es gab tatsächlich schon Politiker, der Helmut Kreuz zitiert es auch immer, das war der Rüdiger Pohl, einer der Wirtschaftsweisen, der einmal ganz, ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, wenn es in der Wirtschaft bei der Vergabe von Krediten an Privatleute und Unternehmen zu Stockungen kommt, weil die Bereitschaft, niemand kann sie zwingen, einen Privatkredit aufzunehmen, niemand kann ein Unternehmen zwingen, einen Kredit aufzunehmen, wenn er den nicht braucht, nicht will oder die Stimmung eben danach nicht ist. Aber da wir es ja hier mit einem mathematischen Prozess zu tun haben und die Geldvermögen das nicht interessiert, ob jemand die Schulden aufnehmen will oder nicht, besteht der Zwang dazu, dass diese Schulden aufgenommen werden. Und dieser Wirtschaftsweise Rüdiger Pohl hat ganz klar zum Ausdruck gebracht, wenn diese beiden Parteien, nämlich private Menschen und Unternehmen, nicht bereit und in der Lage sind, die entstehenden Geldvermögen in Form von Verschuldung aufzunehmen, dann muss der Staat das tun. Würde er es nicht tun, würde er die Gefahr eingehen, dass es zu deflationären Tendenzen in der Wirtschaft käme. Und das ist weit, weitaus schlimmer als Inflation. Das wissen mittlerweile die auch. Aber offensichtlich, wenn eine Diskussion um eine Schuldenbremse geführt wird, wird das ausgeblendet. Also da wird dann auch nicht gesagt, ja okay, wir machen jetzt keine Schulden mehr, wir gehen davon aus, dass die Wirtschaft die Schulden macht, die da neu an der Geldfirma. Das wäre ja dann die logische Folge. Nein, man stellt es einfach so in den Raum, verkauft es als eine tolle Politik. Und das Schlimme ist nun leider Gottes, und das müssen wir halt einfach auch einsehen, Und da beziehe ich uns einfach mit all den Menschen, wir sind es nicht, aber wir sind gemeinschaftlich mit allen anderen in Deutschland verbunden. Wir rennen zur Wahl und wählen die trotzdem. Für alle Jahre wieder. Internationale Vorschläge, das hat aber heute alles schon wunderbar der Felix Fuders gebracht, möchte ich nicht vertiefen, Finanztransaktionssteuer bin ich gerade schon drauf angegangen, die ganzen Rettungspakete und Rettungsschirme, da könnte man noch in dem Zusammenhang drauf ansprechen. Was geschieht da? Bei all diesen Rettungspaketen und Rettungsschirmen ist es, wenn man es hier drauf projiziert, eigentlich ganz einfach so, dass die nicht mehr zahlungsfähigen Schuldner getauscht werden gegen vermeintlich zahlungsfähige. An dieser Entwicklung geschieht überhaupt nichts. Und diese Entwicklung wird genommen, um von einer Schulter auf die andere umzuladen. Griechenland auf alle Steuerzahler in Europa, teilweise sogar über den IWF, dann auch noch international. Also es findet nur eine Verlagerung der Schulden von Zahlungsunfähigen zu noch vermeintlich Zahlungsfähigen. Da zählen die uns dazu. Also die meinen, wir können unendlich Steuern bezahlen oder was auch immer. Also dass auch das nur immer vorübergehende Erscheinungen sein können und im Grunde genommen muss man diesen ganzen Vorgang, der da abläuft, nach deutschem Recht Insolvenzverschleppung nennen. Da werden Dinge hin und her geschoben in einer Situation, wo eigentlich klar ist, dass die Zahlungsunfähigkeit ein Maß erreicht hat, die nie wieder dazu führen kann, dass die Dinge zurückbezahlt werden. Würde man statt Schuldenbremse oder Rettungspakete gleichzeitig Programme auflegen, indem man die Frage löst, wie stoppen wir die Entwicklung der Geldvermögen, mal völlig unabhängig von dem dahinterstehenden eigentlichen Zinsfehler. Aber mir würde ja schon reichen, wenn in der jetzigen politischen Diskussion das zum Tragen käme. Es kommt am Rande, das wird immer den meisten gar nicht so bewusst, wenn von Haircut oder von
geregelter Insolvenz die Rede ist, dann betrifft das durchaus diese beiden Bereiche. Also wir haben jetzt was in Griechenland erlebt, das heißt also der dortige vermeintliche Schuldenschnitt unter Beteiligung der Privaten, aber da könnte ich auch noch was dazu erzählen. Aber das ist durchaus etwas, wo sowohl Geldvermögen verloren gegangen sind, vernichtet worden sind, als auch die dazugehörigen Schulden. Das heißt also, hier gab es wirklich auf beiden Seiten dieser Entwicklung eine Veränderung und die macht dann schon Sinn. Was wiederum nur dazu führt, dass an dieser Gesamtentwicklung wird ja nichts verändert. Es führt einfach nur dazu, dass wir vorübergehend es wieder etwas ruhiger haben, bis diese Schulden, die sich ja zwangsläufig wieder aufbauen, weil wir diese Geldvermögensentwicklung haben, wieder in der Höhe sind, dass sie unbezahlbar werden. Also Rettungspakete und Rettungsschirme sind in erster Linie Umverteilung von Schulden auf andere Schultern und nicht dazu geeignet, das System als Ganzes in irgendeiner Form zu stabilisieren. Das Verbot einzelner Geschäfte, wie beispielsweise Spekulation mit den Agrarrohstoffen, ist natürlich, da kann man gar nicht Nein sagen, das ist ja klar. Also ich meine, dass die Situation überhaupt so weit kommen konnte, dass denkende Menschen im Grunde genommen ganze Ernten nur zu dem Zwecke aufkaufen, um damit Preise in die Höhe zu treiben, die ihnen Gewinne ins Haus spülen und im Grunde genommen da auf dem Rücken oder mit der Gefahr lebend, dass damit wirklich Leib und Leben von vielen Menschen auf der Erde gefährdet werden, ist eigentlich nicht vorstellbar. Und es ist aber tatsächlich so, und dem einen Riegel vorzuschieben, indem man entsprechende Gesetze erlässt, ist durchaus berechtigt. Wobei man muss sich dann auch einfach die Frage stellen, wie konnte es denn dazu kommen? Lassen wir mal wieder Personen aus dem Spiel, aber wie konnte es dazu kommen, wenn ich die Zeit nehme, in der ich selbstständig geworden bin oder auch davor noch, da war sowas überhaupt gar kein Thema, da wäre gar keiner auf die Idee gekommen. Und warum nicht? Warum nicht? Weil wir einige Jahre zurück an einer Stelle waren, an der wir lange nicht so viele Geldvermögen und dadurch natürlich auch lange nicht so viele Schulden im Verhältnis durchaus auch zu unserer Leistungsfähigkeit hatten. Das heißt, diese Spielfelder des Kapitalismus, wie dieses irrwitzige Spielfeld, geht natürlich einher mit der Entwicklung der Geldvermögen. Das heißt, die Geldvermögen kommen mit ihrem Wachstum in Situationen, in der sie realwirtschaftlich nicht mehr platzierbar sind. Und es braucht dann diese Spielfelder. Also es ist wiederum im Kern eigentlich ein Systemfehler, der diese Folge erzeugt. Und wir sollten beide Schienen natürlich sagen. Jeder, der mit so etwas handelt und damit sein Geld verdienen will als Person, muss angeprangert werden. Aber es muss immer im Blick behalten werden, dass ein System dahinter wirkt, das ihm im Grunde genommen zu so einem Verhalten zwingt. Also zu schlechten Verhalten wird man nicht grundsätzlich gezwungen, aber die Voraussetzungen werden geschaffen, dass dieses Verhalten sehr leicht fällt und dass man auf diesem Wege eben auch sehr schnell sehr viel Geld verdienen kann. Wie das funktioniert, wird an der Graz-Universität gelehrt. Ja. Trennbankensysteme, da will ich jetzt gar nicht in die Tiefe einsteigen, das ist die Idee, dass man zweierlei Banken hat. Einmal Banken, die für das ganz normale Kreditgeschäft zuständig sind und eben Banken, die nur rein für Investitionen am internationalen oder auch an dem Kapitalmarkt, für Kapitalmarktgeschäfte sind. Was will man damit erreichen? Da will man erreichen, dass diese exzessiven spekulativen Entwicklungen, die wir jetzt hatten, eben nicht dazu führen, dass das ganz normale Bankgeschäft und der ganz normale Bürger darunter leidet, sondern eben unter Umständen nur die bereit sind, solche Zockereien zu machen und viel Geld da investieren, dass Banken, die dann kaputt gehen, eigentlich nur die mit in den Keller reißen, die diese Risiken selber bewusst auch eingegangen sind und die Realwirtschaft davon abgekoppelt wird. Macht Sinn, so über sowas nachzudenken. Die Frage ist nur, ob in einem funktionierenden System es überhaupt nötig wäre. Ja, das ist die Titelseite unserer neuesten Ausgabe. Wir waren so selbstbewusst zu sagen, dass der Weg zu einem neuen Geldsystem ganz bestimmt auf einer anderen Ebene, ich will jetzt bei Gott nicht so vermessen sagen, dass es eine höhere Ebene ist, aber es ist eine andere Ebene, auf der sich jetzt alle Entscheidungen abspielen oder beziehungsweise alle Vorschläge stattfinden. Wir haben hier diesen Schilderwald, wo eigentlich keiner mehr weiß, in welche Richtung sollen wir denn gehen, um irgendwas zu verändern. Und wir haben hier diese schöne Holzleiter,
auf die andere Ebene dargestellt. Dass da jetzt zufällig unter der Weg zum neuen Geldsystem die humane Wirtschaft drüber steht, das war so nicht gewollt, das war zufällig. Ich bin eigentlich am Ende, ich habe mir hier noch so ein paar Sprunggrafiken bereitgestellt, wo ich dann einfach in die Tiefe noch steigen könnte. Wir haben noch einen kleinen Moment, vielleicht ist es ganz wichtig, weil, ach, jetzt fällt mir was ein, der Herr Spinola hat eine Frage gestellt, die ich mitverarbeiten wollte. Die passt da durchaus rein. Ich habe sie vielleicht vorhin schon zum Teil beantwortet, mit dem Vorgang, den wir beide haben. Warum müssen wir überhaupt Kredite aufnehmen? Hat er die Frage gestellt in dem vorigen Beitrag beim Herrn Fuders. Und ich sage, weil das die Grundvoraussetzung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist. Es geht nicht ohne. Es geht nicht ohne Eingehen eines Schuldverhältnisses. Und wenn es um die banalste und den einfachsten Vorgang des Austausches geht. Es ist immer ein Mensch da, der zuerst leistet und einer, der die Leistung empfängt. Und die Grundlage dessen ist das Vertrauen. Und deshalb heißt Kredit, Credere, Vertrauen und Glauben. Und was wir erreichen müssen, ist natürlich ein System, in dem der Wortursprung des Kredites auch wieder das Gewicht erhält, dass wir nicht das haben, vor diesem Scherbenhaufen, vor dem wir heute stehen. Deshalb mein Wunsch, verteufeln Sie nicht, weder das Wort Kredit, nutzen Sie nicht diese Geldschöpfungsdiskussion, um Kredit sozusagen als solches schlecht zu machen, egal in welchem System die Zukunft sich abspielen wird. Sie funktioniert nur, wenn wir Vertrauen haben, wenn wir Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Gemeinschaft oder des jeweils anderen haben. Das ist dieses Band, das uns verbindet und das auch Vertrauen aufbaut. Und Vorsicht, Kontrolle, und das sind lauter Wörter, die mir immer wieder begegnen, wenn ich von Vollgeld, von Monetativen höre und so etwas. Vorsicht, Kontrolle, das sind für mich unmenschliche Wörter. Das wird in dem Paradigmenwechsel, den ich mir vorstelle, in der Form, in der wir das heute leben, nicht geben. Für mich ist der unmenschlichste Spruch, der überhaupt je von einem Menschen von sich gegeben wurde, das Wort Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist das Schlimmste, was je ein Mensch von sich gegeben hat. Und es ist in unserem Alltag aber so präsent, dass wir glauben, das ist es doch eigentlich. Wir brauchen Kontrolle. Hat im Übrigen Stalin gesagt, gell? Lenin. Also einer, der es unbedingt wissen muss und der natürlich, der wird von uns aber zitiert, gell? Und das, was hinter Lenin stand und was das alles bewirkt hat, da fragt keiner danach, aber sein Spruch scheint ja gut gewesen zu sein. Für mich ist es das Unmenschlichste, was es gibt, weil ich der festen Überzeugung bin, dass alles, was wir in wirtschaftlicher Hinsicht verändern wollen, im Kern das Vertrauen wiederherstellen muss, und zwar zwischen Menschen. Wir brauchen nicht das Vertrauen der Märkte wiedergewinnen, wie unsere Bundeskanzlerin uns weiß macht. Im Gegenteil, das ist ja natürlich eine Farce. Wir müssen das Vertrauen untereinander gewinnen. Wir müssen uns zusammentun und uns in die Lage versetzen, dass wir Systeme entwickeln und mit Leben erfüllen, die das Vertrauen wieder in den Mittelpunkt stellen, in der der wirtschaftliche Austausch auf einer ganz anderen Basis stattfindet, indem man loslassen kann, ohne sofort nach der Gegenleistung zu fragen. Ich habe ein schönes Wort, ich glaube, das muss ich fast sogar vorlesen. Das habe ich nämlich hier im Buch gerade gefunden. Ach, das ist ja auch ein schöner Dichter. Rainer Maria Rilke habe ich zu bieten. Also kein sich beherrschen und beschränken um bestimmter Zwecke willen, sondern ein sorgloses sich loslassen im Vertrauen auf ein sicheres Ziel. Keine Vorsicht, sondern eine weise Blindheit. Kein Erwerben eines stillen, langsam wachsenden Besitzes, sondern ein fortwährendes Vergeuden aller wandelbaren Werte. Ich glaube, ein besseres Schlusswort kriege ich eh nicht hin. Damit lasse ich es bestehen, und damit haben Sie hoffentlich einen Eindruck davon bekommen, wie ich denke, wie ich fühle, mit welcher Intention ich meine Arbeit auf allen Ebenen angehe. Und ich danke Ihnen. Ich möchte jetzt eigentlich, deshalb will ich auch rechtzeitig aufhören, eigentlich noch ein bisschen eine Diskussion haben. Stellen Sie mir Fragen, wir können dann bestimmt
vielleicht noch die eine oder andere Grafik dazu aufrufen. Aber zunächst mal danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus